Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es wieder eine Decke für euch. Die könnt ihr als Babydecke benutzen. Ich habe sie in der Größe gehäkelt, hier einmal 70 x 90 cm. Ihr könnt sie allerdings auch beliebig erweitern oder auch in anderer Wolle häkeln und das Ganze eben größer machen. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Die Technik funktioniert immer gleich. Ich häkel die einzelnen Quadrate Corner to Corner, also C2C. Eine schöne, einfache Methode. Nachher wird das Ganze natürlich noch vernäht. Und wie es genau funktioniert und wie ich die Decke gemacht habe, seht ihr jetzt. So, ihr Lieben, bevor ich tatsächlich mit der Anleitung starte, gebe ich euch so einen kleinen Einblick in meine Planung für diese Decke. Ich habe damit angefangen, dass ich erstmal so ein kleines Probestück gehäkelt habe. Ihr seht hier auch schon mal das Muster, allerdings in einer anderen Farbe. Das Rosa kommt diesmal nicht in der Decke vor. Ich habe das einfach gehäkelt, so zum Testen, wie groß das einzelne Quadrat sein soll. Und bei diesen vier auf jeder Seite bin ich bei 10 cm. Also jedes Quadrat ist 10 mal 10 cm groß und danach kann ich dann bestimmen, wie groß die Decke wird. Also wie viele von den Quadraten ich tatsächlich häkeln muss und aneinanderfügen muss, um die Größe zu bekommen, die ich möchte. Ich häkel das Ganze wieder so auf 70 bis 90 cm. Und da bin ich dann bei 7 in der Breite und 9 in der Höhe. Ich habe mir das hier einfach mal aufgemalt und hier auch schon farblich das Muster eingeteilt. Natürlich auch in anderen Farben, als ich sie hier habe. Ihr seht hier diese bunte Wolle, hier die beiden Musterwollen. Habe ich natürlich jetzt hier nicht als Farben markiert, sondern hier einfach einmal mit Filzstiften das Ganze bunt angemarkert. Aber von der Größe und vom Muster her wird es natürlich genauso. 7 in der Breite, 9 in der Höhe. Da komme ich bei 63 Quadraten raus. Jedes Quadrat 10 mal 10 cm groß. Und ich habe sie dann auch einmal, beziehungsweise das Teststückchen hier, gewogen. Da bin ich bei 6 bis 7 Gramm. Die Waage ist da so ein bisschen hin und her geschwankt. Deswegen bin ich einfach bei 7 geblieben. Ich habe dann die Quadrate gezählt und demnach konnte ich dann auch bestimmen, was ich an Wolle brauche. Wenn ich 12 Quadrate mit 7 Gramm an Gewicht häkle, habe ich 84 Gramm Wolle dafür verbraucht. So ungefähr die Planung bei mir. Also brauche ich 2 Knäule. Gibt es natürlich 50 Gramm, bin ich bei 100 Gramm Wolle. Und genauso bei den anderen auch. Es ist ungefähr gleichmäßig, was ich für das Muster brauche. Wenn ihr zum Beispiel ein Blumenmuster reinmachen wollt oder ihr macht es zum Beispiel nur in 2 Farben, die Hälfte oder ein Drittel wird grün, das andere Drittel wird pink, habt ihr natürlich andere Werte. Das könnt ihr dann euch auch anmarkern, ausrechnen und eben bestimmen, wie viel ihr einkaufen müsst. Wichtig natürlich, dass die Endsumme passt, dass man sich nicht verzählt. Und ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich habe 5 Farben. Ich habe hier meine 6er Häkelnadel. Die Wolle ist mal dieses Mal die Baby Smile Bravo Baby 185. Ausgegeben für 3er bis 3,5er Nadeln. Ich habe gerade schon gesagt, ich häkel mit der 6er. Also ich häkel immer 2 Knäule direkt parallel. 50 Gramm habe ich ja gerade auch schon gesagt, 185 Meter Lauflänge. Und dann geht es auch schon direkt los. Okay, los geht's hier unten in der Ecke mit dem ersten Quadrat. Ich starte mit der pfirsichfarbenen Wolle und ich häkel das Ganze ja Corner to Corner, also mit diesen Päckchen aus Stäbchen. Ich zeige euch das natürlich in diesem Video auch, wie die Technik funktioniert. Wenn es euch ein bisschen zu schnell geht, schaut mal in meinen anderen Videos vorbei. Ich habe da schon ein bisschen öfter mitgearbeitet. Das ist eine Technik, die ich sehr, sehr gerne mag. Lässt sich sehr, sehr schön schnell häkeln und die Ergebnisse sehen auch immer wunderschön aus. Ich starte mit 6 Luftmaschen, 4, 5, 6. 3 sind Einstichstellen, die ersten 3. Die anderen 3 sind für die Höhe. Dann geht es weiter mit einem Umschlag. Ich steche in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein und häkel mein erstes Stäbchen. Dann folgt das 2. Stäbchen direkt daneben. Und
und das dritte Stäbchen in die letzte Luftmasche. Damit habe ich mein erstes kleines Päckchen, was ich für mein Quadrat brauche, fertig. Dann nehme ich wieder 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drehe das Ganze einmal um. Und häkle wieder in die vierte Luftmasche. So, das ist diese hier. Erstes Stäbchen. Zweites Stäbchen und das dritte kommt in die letzte Luftmasche und damit ist mein zweites Päckchen fertig. Die sind jetzt natürlich bisher nur an einer Stelle verbunden. Ich schaffe jetzt die zweite Verbindung, indem ich eine Kettmasche mache und zwar hier in diese Luftmaschenkette vom Anfang. Dann häkle ich 3 Luftmaschen für die Höhe. 1, 2, 3. Und häkel jetzt hier um diese kleine Luftmaschenkette herum 3 Stäbchen. Dabei steche ich in keine Maschen ein, sondern wirklich einfach um diese Luftmaschenkette seitlich herum. Geht super schnell. Und damit ist auch das dritte Päckchen fertig. Ihr seht, es geht aus dieser Spitze hier los und bewegt sich dann so nach oben hoch. Dann geht es wieder mit der nächsten Reihe los, beziehungsweise weiter. Diesmal werden 3 Päckchen gehäkelt. Die Reihe geht immer, solange das Ganze wächst, mit 6 Luftmaschen los. 4, 5, 6. Umdrehen. Und wieder rüber häkeln. Verbinden. Dann 3 für die Höhe und hier um die Luftmaschenkette herum häkeln. Hier auch verbinden. Und auch hier um die Luftmaschenkette herum. Dann habe ich diesen Dreierabschnitt auch fertig. In der nächsten, in der vierten Reihe, kommen dann natürlich 4 Päckchen. Und das ist auch die letzte, in der es mehr wird. Danach wird es wieder weniger. Also ich häkle hier ein Quadrat, dann habe ich die Größe erreicht, dann läuft es wieder zusammen. 4, 5, 6 Luftmaschen, einmal umdrehen. Und wie gehabt zurückhäkeln. Verbinden und einmal wieder komplett rüber häkeln. Okay, alle 4 da und jetzt häkle ich das Ganze einmal zurück, beziehungsweise wird es jetzt kleiner, es werden Abnahmen gemacht und dafür drehe ich es jetzt direkt um. Ich starte jetzt nicht mit 6 Luftmaschen, sondern ich mache Kettmaschen hier oben in die Maschen hinein. Einfach einstechen, Faden durchholen. Einstechen, Faden durchholen und hier nochmal. Damit bin ich jetzt hier einfach über diese Spitze, über diese kleine Seite hier rüber gehäkelt und starte jetzt mit 3 Luftmaschen und kann jetzt einfach hier diese kleine Luftmaschenkette abhäkeln. Also eigentlich wie gehabt, nur dass jetzt keine weiteren Päckchen dazukommen und das Ganze kleiner statt größer wird. Dann bin ich hier angekommen, mache hier wieder eine Kettmasche und drehe es jetzt um. Normalerweise würde ich jetzt hier diesen Teil auch noch abhäkeln, den lasse ich allerdings, weil es sonst hier ja
5 in die Höhe gehen würden. Das möchte ich nicht, sondern es soll wirklich jetzt ein Quadrat werden. Hier habe ich jetzt die 3, dann 2, dann 1. Und um jetzt an diese Stelle zu kommen, dass ich mit den 2 starten kann, drehe ich es wieder. Häkel hier über die Seite rüber. Und häkel 3. Und dann 3 Stäbchen. Kettmasche. 3 Stäbchen. Und wieder eine Kettmasche. Jetzt bin ich hier mit den beiden fertig. Drehen. Und wieder mit den Kettmaschen rüber häkeln. Und jetzt fehlt noch 1 bis zum fertigen Quadrat. 1, 2, 3. Zwei Stäbchen und das dritte Stäbchen. Dann hier eine Kettmasche rein und fertig bin ich mit meinem Quadrat. 4 Päckchen mal 4 Päckchen, 10 cm mal 10 cm. So, ich habe jetzt den Faden abgeschnitten, ich habe ihn rausgezogen, festgezogen, da passiert also nichts mehr dran. Ich mache jetzt mit der zweiten Farbe weiter, da habe ich mich für das Blau mit den Pünktchen entschieden. Und da starte ich an der Seite ausgehend von dem Anfangsfaden. Also hier ist der Startpunkt, hier füge ich das Ganze an. Das erkennt ihr daran, dass hier die Stäbchen um die Luftmaschenkette herum gehäkelt sind und das Ganze nach rechts zeigt, beziehungsweise jetzt nach unten. Aber wenn ihr es so legt, dass ihr hier die Spitze habt mit dem Faden dran, seid ihr hier auf der linken Seite, beziehungsweise zeigen die, die Stäbchen nach rechts. Und ich ziehe mir hier erstmal den Faden rein. Und mache eine Luftmasche. Die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste Luftmasche. Und ich häkel jetzt ganz normal wieder eins von den Päckchen. Das heißt, ich steche hier in die vierte ein. Zwei und Nummer drei. Jetzt muss dieses Päckchen natürlich befestigt werden. Dafür drehe ich alles einmal um und mache jetzt hier eine Kettmasche zwischen den beiden Päckchen des ersten Quadrats. Faden durchholen und festziehen. Weiter geht's dann mit 3 Luftmaschen. Hier parallel zu dieser kleinen Luftmaschenkette entlang. 1, 2, 3. Dann mit einer Kettmasche wieder verbinden. Wieder hier zwischen den beiden Päckchen des ersten Quadrats. Dann nehme ich 3 für die Höhe. Umdrehen. Und ich häkel jetzt zurück in Stäbchen und steche dafür hier um diese beiden kleinen Luftmaschenketten herum. Dann kann ich das Ganze wieder mit einer Kettmasche hier an dem ersten blauen Päckchen verbinden. Dann wieder 3 für die Höhe. Und noch 3 Stäbchen. Dann 6 Luftmaschen. 5, 6. Umdrehen. Und ganz normal im Muster weiter häkeln. Mit der Kettmasche verbinden. Dann 3 für die Höhe. Und hier wieder 3 Stäbchen. Ihr seht, ich bin jetzt hier schon in diesem Dreier, in der Dreierdiagonalen drin. Drei Stäbchen.
Dann hier wieder die Kettenmasche. Drei Stäbchen, beziehungsweise drei Luftmaschen und dann drei Stäbchen. Und jetzt verbinde ich es hier wieder zwischen den beiden Päckchen des ersten Quadrats. Hier seht ihr jetzt auch schön den Verlauf. Es wechselt sich ja immer ab, wie die Päckchen liegen. Also die Stäbchen, hier zeigen sie nach unten, hier zeigen sie nach rechts, hier zeigen sie nach unten, hier nach rechts. Das bleibt eben auch im Verlauf zwischen den einzelnen Päckchen so. Also zwischen den einzelnen Quadraten. Hier habe ich jetzt wieder den Abschnitt mit der kleinen Luftmaschenkette. Den überhäkle ich mit einer zweiten kleinen Luftmaschenkette. Mache dann hier eine Kettenmasche in die Ecke und nehme hier drei für die Höhe, drehe alles einmal um und häkle dann hier wieder um die beiden Luftmaschenketten zusammen. Dann hier rüber. Da habe ich einen der Fäden verloren. Und jetzt habe ich hier ja den Viererabschnitt auch abgehäkelt. Also ich habe die gesamte Breite bzw. naja, Länge, es ist ein Quadrat, Breite, Länge ist ja identisch, abgehäkelt. Jetzt häkle ich dieses zweite Quadrat genauso zu Ende, wie ich das erste zu Ende gehäkelt habe. Also es werden jetzt gleich Abnahmen gemacht. Da zeige ich euch noch einmal den Anfang. Hier die Kettmasche und dann drei für die Höhe, drei Stäbchen, dann habe ich hier auch vier abgehäkelt und drehe es einmal um und häkle jetzt hier einfach in den Kettmaschen die Seite einmal ab. Dann wieder drei für die Höhe und dieses Quadrat eben genauso beenden wie das erste. Seht ihr hier einmal, die Diagonale ist schon da. So, damit ist Quadrat Nummer 2 auch fertig. Ihr seht jetzt hier die Verbindung, wo das Blau eben in das Orange rübergreift. Und hier, wie gesagt, rechts fängt das Ganze an. Es geht jetzt hier rüber nach links. Und ich habe jetzt natürlich noch 5 weitere Quadrate zu häkeln in dieser ersten Reihe. Jetzt wird das Ganze natürlich mit der Orientierung auch ein bisschen leichter. Es geht genau wie eben auch hier in der Ecke los. Dort füge ich die nächste Farbe an. Jetzt die schöne bunte Wolle und los geht's hier mit 6 Luftmaschen, ganz genau wie eben. Und dieses Quadrat in diesen schönen bunten Farben häkle ich genau wie das blaue. Und so füge ich dann auch die anderen 4 Farben, beziehungsweise geht es dann natürlich hier am Ende der Reihe mit den gleichen Farben einmal zurück. An und dann zeige ich euch natürlich auch, wie die zweite Reihe losgeht. Insgesamt habe ich jetzt die ersten 7 Quadrate fertig. Ihr seht den Farbverlauf hier einmal gespiegelt. Also es fängt mit der Aprikosenfarbe hier an, mit der Pfirsichfarbe, dann Blau, dann das Bunt und hier in der Mitte dieser Petrolton. Und ich mache jetzt weiter
mit der zweiten Reihe. Ich zeige euch das nochmal in der Skizze. Das seht ihr hier unten auch. Und es heißt jetzt, dass die äußerste Farbe rausgeht. Das ist also die Pfirsichfarbe. Und ich mache hier mit der zweiten Farbe weiter. Das heißt, das ist das Blau. Das habe ich hier einmal. So, einmal ein bisschen abgerollt und die beiden Fäden zusammengenommen. Und ich starte wieder bei meinem ersten Quadrat. Und hier habe ich die Spitze mit dem Faden dran. Das ist der allererste Anfang. Da gehe ich jetzt die andere Seite hoch und mache eine Kettmasche hier in die Spitze. Ziehe mir dort den Faden rein. Und nehme drei Luftmaschen. Ich überspanne nämlich jetzt hier diese kleine Luftmasche wieder. Also es wird wieder mit diesem Dreier angefangen. Hier eine Kettmasche. Dann drei für die Höhe. Drehen. Und zurückhäkeln. Hier kann ich jetzt sogar den Anfangsfaden mit einhäkeln. Drei rüber natürlich. So, damit ist das erste Päckchen auch schon wieder fertig. Dann nehme ich 6 für die Höhe. 4, 5, 6. Und ab hier wird das Ganze ganz normal wieder weitergehäkelt. Und so mache ich jetzt auch alle weiteren Anfänge. Ich starte nämlich immer an der Seite, wo ich diese drei Luftmaschen habe, die dann als erstes überhäkelt werden und dann auf die drei Luftmaschen bzw. die drei Luftmaschenketten, die parallel liegen, werden dann natürlich drei Stäbchen gehäkelt. Hier wird das Ganze jetzt verbunden. Und hier geht es jetzt mit drei Stäbchen wieder zurück. Hier seht ihr das auch schon. Bei dem nächsten Kästchen, wo ich dann anfange, startet es auch wieder mit der Dreier Luftmaschenkette. Und hier ist die Stelle, wo ich dann gleich den Einstich mache. Aber erst häkle ich dieses Quadrat hier einmal fertig. So, ihr seht jetzt, ich habe hier die gesamte erste Reihe gehäkelt und das erste Kästchen in der zweiten. Das seht ihr hier. Hier die Farbübereinanderstimmung und hier kommt jetzt natürlich das Bunte wieder in diesen Bereich. Dafür habe ich hier schon einmal die Wolle bereit und ich starte hier in der Ecke. Dort ziehe ich das Ganze einfach rein und ich habe hier wieder eine Luftmaschenkette liegen. Also starte ich genau wie mit dem blauen Kästchen auch. Wie schon gesagt, die Anfänge sind jetzt immer über die Luftmaschenketten. Also ich starte immer mit rein. Dann gibt es eine Kettmasche. Drei für die Höhe. Einmal herum und wieder zurückhäkeln in Stäbchen. Dann verbinde ich das Ganze mit einer Kettmasche hier rüber und habe hier das erste Kästchen gehäkelt, was jetzt diese beiden Abschnitte, diese beiden anderen Quadrate verbindet. Dann geht es weiter mit drei Luftmaschen. Ich habe hier nämlich wieder einen Bereich mit drei Luftmaschen. Dann drei für die Höhe. Wieder rum und diesen Bereich wieder zurückhäkeln. Hier dann mit einer Kettmasche verbinden. Und dann drei für die Höhe. Und hier wieder die drei Luftmaschen abhäkeln. Dann wieder mit einer Kettmasche verbinden.
Dann liegt hier wieder eine Luftmaschenkette. Die überbrücke ich mit den dreien. Dann drei für die Höhe. Und wieder drehen und wieder zurück. Hier wieder eine Kettmasche, drei für die Höhe und hier wieder die Kettmasche. Ihr seht jetzt, ich habe hier das Einer gehäkelt, dann hier die Zweierreihe, ich bin jetzt bei der Dreier und dann kommt hier gleich noch die Vierer drauf. Hier dann wieder die Luftmaschenkette überbrücken. Drei für die Höhe. Und das Ganze einmal zurück. Damit habe ich dann hier vier und bin hier ganz außen angekommen. Hier eine Kettmasche. Und dann geht es hier zurück in der Viererreihe. Und dann häkle ich das Quadrat ganz normal wie gehabt zu Ende. Hier seht ihr jetzt das erste fertige Quadrat, was wirklich an zwei Seiten befestigt wurde. Die Befestigungen, wie ihr gesehen habt, laufen dann immer über diese Dreier Luftmaschenketten und natürlich die Kettmaschen. Hier dann die beiden Ketten zusammen umhäkelt. Seht ihr an dieser Stelle. Und sonst eben die Abnahmen wie gehabt. Und ich drehe es einmal um. So ist die Vorderansicht. Hier Nummer 1, 2, dann hier der Rest der 7er Reihe und hier eben die ersten beiden. Los geht's dann wieder hier an dieser Stelle mit der Petrolfarbe. Die geht dann hier bei mir so hoch. Und vom Prinzip her ganz genau so gehäkelt wie das zweite hier. Und so funktionieren dann auch alle übrigen Reihen. Einfach nach oben hochhäkeln. Und ich zeige euch dann natürlich nochmal die fertige Decke. Ja, so ihr Lieben, inzwischen sind alle 63 Quadrate gehäkelt und die Decke habe ich jetzt hier einmal übereinander gelegt, dass sie überhaupt ins Bild passt. Ihr seht, hier hängen noch ganz, ganz viele Fäden raus. Es muss natürlich noch vernäht werden. Zwei Fäden pro Quadrat, also noch eine ganz schöne Arbeit. Aber grundsätzlich vom Gehäkelten her ist die Decke so fertig. Ich habe sie gerade auch noch einmal durchgemessen. Es sind 70 mal etwas mehr als 90, ich würde sagen so 92, 93 Zentimeter. Aber das kann auch sein, dass sie so ein bisschen gespannt lag, geworden. Also genau die Größe, die ich wollte. 70 mal 90 Zentimeter, eine schöne Größe. Ihr könnt es natürlich mit dieser Methode auch größer machen. Ihr könnt es kleiner machen. Ihr könnt die Muster variieren. Das erfordert, wie gesagt, so ein bisschen Planung, damit ihr genug Wolle da habt und so und auch wisst, welche Farbe eben an welchen Ort kommt. Hier gibt es nochmal so einen kleinen Einblick. Ich hebe das mal so ein bisschen hoch. Da könnt ihr hier nochmal die einzelnen Schichten und natürlich auch den Farbverlauf, der hier eben so diagonal rüber geht, schön sehen. Ja, schön kuschelig geworden und auch relativ schnell gehäkelt, eben dadurch, dass ich mit zwei Fäden parallel gearbeitet habe. Natürlich schneller als mit einer kleinen Nadel, aber natürlich auch ein Projekt, was schon so ein, zwei Wochen, so jeden Abend ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn ihr Lust auf was Größeres habt, ist das ja, eine gute Sache, schönes Projekt so über mehrere Wochen zu machen. Und ja, man hat natürlich dann nachher auch wirklich ein sehr, sehr schönes individuelles Produkt. Und ich hoffe, euch hat das Video und die Anleitung gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür natürlich einfach da unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle und ich kümmere mich jetzt ums Vernähen.